Hallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Fire Emblem Warriors. Wir haben jetzt die Mission neu gestartet, beziehungsweise die Schlacht. Und ja, weil wir es einfach nicht fertig gekriegt haben, alle Festungen gleichzeitig zu besetzen, ist halt blöd, was willst du machen? Aber ist jetzt halt so. Und wie machen wir das am besten? Ich gehe jetzt nachher direkt mal... Wie schicken wir die Leute? Lucina. Du nimmst direkt mal die Festung ein, so. Dann nimmt Lissa mit mir diese Festung ein. Dann haben wir noch Leo hier, der nimmt auch die Festung mit mir ein. Elise, du... Gehst mal den Edelritter angreifen. Wo ist Lucina? Ah, der haben wir schon was gegeben. Cordelia kann dann da noch angreifen, so. Gut. Ja. Dann besiegen wir erstmal den Kommandanten hier. Erobern wir zuerst die Festungen. So, lieber Kommandant, besetze pro Armee eine Festung. So. Das war ein krasser Gegenangriff, du. So, aktivieren wir mal die Drachenader. Oh Gott. Gut, So, dann, Rowan. Da geht's nicht durch. Ach so, ja, dann ist er zuerst hier die Festung. Die aktivierende Drachenader da hat das Wasser des Flusses versiegen lassen. So, die Sandbankfeste, die gehört auch uns. Bushidos Truppen sind geschwächt. Können wir, jetzt können sie da nach drüben. So, Rowan, du gehst da angreifen. Lissa ebenfalls. Yes. Leo ebenfalls. Und Liana ebenfalls. So, dann. Cordelia greift da die Stromfestung an. Elise ebenfalls. Lucina, du gehst auch da angreifen, bitte. Und dann haben wir alle eine Beschäftigung gefunden. Wir sehen noch ganz kurz den Kleriker. Der ist noch nicht besiegt. So. Dann gehen wir direkt zum nächsten Kommandanten. Machen mit ihm einen kurzen Prozess. Ist er besiegt? Nee. So. Level up. Level 15. Wenigstens haben sie die Level behalten. Als ich die Schlacht neu gestartet habe. Besiege die norische Verstärkung. So, Cordelia. Geh den Torwächter angreifen. Elise. Ebenfalls zum Torwächter. Und Lucina. Ebenfalls zum Torwächter. Dann die Kollegen hier oben. Rowan. Zum Torwächter. Lissa. Zum Torwächter. Leo. Zum Torwächter. Liana. Zum Torwächter. Besiege die hoshidische Verstärkung. Das sind die hier, ne? Komm schon, ein bisschen näher noch. Dann habe ich alle drei hier drin, ne? Sehr schön. Das sollte ihnen eigentlich den Rest geben. Ne, der Luftritter hier hat überlebt.
Camilla besetzt die Stromfestung. Level up Filiana, Level 18. Das Mädchen gibt Gas. So, der Luftritter ist besiegt. Sehr gut, sehr gut. Schon wieder ein Level up. Jetzt geht's aber schon wieder, Camilla. Alles klar. So. Ab zum Kommandanten. Können wir den auch ohne den Krieger? Ja komm, ich mach trotzdem. Einfach aus Sicherheit, damit es so schnell wie möglich geht, ne? Weil, wir haben es gesehen im letzten Part. Da brauchen wir jede Sekunde. Was macht Rowan da oben? Rowan. Nimm die scheiß Festung ein. Leo auch. Liana, du auch. Hauptsache Lissa ist plötzlich hier drüben. Geh die scheiß Festung einnehmen. Cordelia. Du gehst diese Festung da einnehmen. Elise ebenfalls. Besiege den Schützen. Ach so. Camilla, geh auch da angreifen. Was haben Kavalier? So, da ist. Ich muss zum Schützen gehen kurz. Muss den kurz besiegen gehen. Hält der viel aus? Ja, komm. Scheißegal. Die anderen sind da die Festung am Angreifen. Das ist gut. So, der ist besiegt. Der Schütze, das ist gut. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, ja, ich bin auf dem Weg, meine Lieben. Level up für Rowan. Ne, Elise. Die Troubadour. Ja, 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 ich bin ja auf dem Weg. Nur das Truppen haben Verstärkung erhalten, das macht nichts. So, die Festung da gehört uns. Lissa. Zum Torwächter. Leo. Zum Torwächter. Liana. Zum Torwächter. Wo ist Lucina? Da oben. Da ist da oben nichts zu suchen. Geh du schon mal da zum Torwächter. Schon wieder ein Level up. Jetzt Rowan, okay. Ryoma ist im Bedrängnis. Müssen wir halt eine weitere Festung einnehmen gehen. Oh Gott. Einfach durchrennen. Gehört die Festung jetzt da uns? Cordelia, komm, zum Torwächter. Camilla, zum Torwächter. Elise, zum Torwächter. Lucina, zum Torwächter. Ja, die Festung, das ist gar keine Festung. Ich gehe zuerst den Vorpostenkommandanten noch kurz beseitigen. So. Ja, wir machen jetzt einfach kurz einen Prozess mit den Leuten hier. Das denke ich am einfachsten. So, das Tor ist offen. Danke. Hey, hey, hey. Bleib hier, mein Freund. Xander ist im Bedrängnis. So, Leute, habt ihr den Torwächter besiegt? Noch nicht. Der hält einiges aus, der Kollege hier. Ja, natürlich müssen wir was machen. Ja, jetzt ist er schon K.O. Jetzt musst du das nicht mehr machen.
So. Ups. Habe ich mich verklickt. So, da gehört alles uns. Dann schicken wir Lissa mal da, die Stromfeste verteidigen. Liana ebenfalls. Leo, dich schicken wir dahin zum Verteidigen. Understood. Yes. Put me in. Rowan, du kannst auch da oben verteidigen gehen. Leave it to me. So, Cordelia, da angreifen. Camilla, da angreifen. Lucina, da angreifen. Elise, da angreifen. So, jetzt müssen wir nur noch den Kommandanten hier beseitigen. Der Kavalier wurde gesichtet. Das nehme ich nachher mal Camilla. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden als Cordelia. Level up. Ja, das ist jetzt unwichtig. Vor allem hat sie die Erweckungsanzeige drin. Oder kann sie machen. Das ist schon mal gut. Oh, besiege den Kavalier und halte die Verstärkung auf. Kommandant ist noch da. So, komm, der Kommandant muss endlich fallen hier. Oh, jetzt hat sie ein Level abgegeben. Jetzt hat sie ihn besiegt. Sehr gut. Hoppala, das war mein Tisch. So. Oh, jetzt macht sie hier noch kurz Rambazamba. Jetzt sehen wir den Text nicht. Weil sie hier mitten im Angriff drin ist. Besiege die Hoshidische Verstärkung. Was müssen wir jetzt noch machen? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße, da wurde eine Festung wieder verloren. Das ist natürlich blöd. Ist sonst noch gerade jemand da in der Nähe? Ja, das ist die eine Festung da, die ich kurz einnehmen muss. Erobere die übrigen Festungen. Ja, das macht nichts, wenn der Kavalier nicht getötet wurde. Dafür haben wir jetzt alle Festungen. Ja, wir haben kein Problem, nee. Sondern wir haben alle Festungen. Erobere die übrigen Festungen. Lol, er ist weg. So, wir haben es geschafft. Er geht doch. Puh. Und zwar in nicht so kurzer Zeit haben wir das gemacht. Da haben wir alles sehr, sehr gut koordinieren können. Das ist gut. Das war aber auch nötig. Ja, er probiert es immer noch. So. Rowan einfach Level 23. 96.000 Gold. Oh, Camilla ist die Heldin. Okay. Ja, du bist overboard gegangen. Stahlbogen. Stahlbuch. Eisenschwert, Eisenbuch, Morseaxt, Eisenbuch, Morselanze. Wir haben auch wieder einiges bekommen. Unterstützungslevel erhöht. Das ist schön. Oh, Achtung, du hältst Rowans Schnalle und Lissas Notgroschenbörse. Und die Lianas Haarnadel und Elises Blumen. Und dann, oh, okay.
Jetzt aber. Lisas Notgroschenbörse, Cordelias Federhaarnadel. Noch einer? Nee. Gut. Jetzt geht's dann wieder zurück in den Wald von Aetolis, Corins Schicksal, und da gibt's ein Meistersiegel. Ah. Aber okay, beide Armeen wurden zurückgedrängt, jedoch sind Rioma und Xander nirgends aufzufinden. Die Gruppe sucht nach ihnen bis zum Einbruch der Dunkelheit und stößt schließlich in einem Wald auf sie. Okay. Ja gut, das machen wir dann im nächsten Part. Das ist mal ein bisschen kürzerer, muss auch mal sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.